glaube, Speedy guckt wirklich. Der Herr Keating. Mit Girls Just Want to Have Fun von Cyndi Lauper sorgt Tana Wüthrich für ordentlich Stimmung im The Voice Studio. Zwerghuhn Speedy und das Publikum sind begeistert. Was halten die Coaches von Tanas Performance? The Voice of Germany 2023, Tana performt Girls Just Want to Have Fun und erhält wertvolle Tipps von den Coaches. Tana Wüthrich, eine 23-jährige Filmtiertrainerin aus der Schweiz, gibt bei The Voice of Germany 2023 eine bemerkenswerte Performance des Songs Girls Just Want to Have Fun von Cyndi Lauper von sich. Tana erklärt, dass sie bereits mehrere Auftritte hatte, aber noch auf der Suche nach ihrem eigenen Stil ist. Die Coaches sind von Tanas Performance beeindruckt, obwohl sie sich nicht für sie umdrehen. Sie ermutigen Tana, weiterzumachen und zurückzukommen, wenn sie sich gefunden hat. Es fehlt das gewisse Etwas. Shirin David erzählt Tana, dass ihre Performance sehr unterhaltsam gewesen ist, ihr allerdings das gewisse Etwas fehlt. Sie betont, dass sie bei Talenten nach einzigartigen Stimmmerkmalen sucht, die sie bei ihr leider nicht finden konnte. Tana sucht noch nach ihrem Genre. Die Coaches von The Voice of Germany sind sich einig, dass Tana noch auf der Suche nach ihrem eigenen Stil ist. Sie hat bereits Auftritte gehabt, aber diese waren unterschiedlicher Natur. Die Coaches sind der Meinung, dass die 23-Jährige wiederkommen soll, wenn sie ihren eigenen Stil gefunden hat.